Kommst du mit mir auf Theatertour, sagen, spuck Pilatus-Drachen? Was? Du bist daheim vor dem Kompi? Okay, dann machen wir etwas anderes. Wir gehen auf die Suche nach Fabelwesen und nach Drachen. Hier bei uns im Historischen Museum. Hier hat es Stickereien. Und ein Wandbehang. 400-jährig. Ein Einhorn. Und hier ein Engel. Sind das auch Fabelwesen? Da hat es ganz verschiedene. Ofenkacheln. Und hier jetzt als spezielles Viech. Aus Glas. Eine Meerjungfrau. Aus Silber. Und im Jugendguide-Raum haben wir noch Glücksdrachen. Chinesische Glücksdrachen. Und jetzt ab in die Theatertourenzone. Ein Kennel. Das ist früher an einem Patrizierhaus gehangen. Hat das Wasser ausgespeit. Und da der Pilatusdrache. Früher hatte es im Pilatus einen Haufen Drachen. Die sind vom Pilatus in die Rigi übergeflogen und wieder zurück. Die einen haben gemeint, es gewittert, die anderen haben Drachen gesehen. Einer von denen, der einen Drachen sieht, ist der Franz. Bergbauer im Pilatusgebiet oben. Was stinkt da noch? So nach Schwefel? Als ob ein Drachen oder ein Teufel rum wäre. Dort oben, ein Drache! Hilfe! Als Franz aus seiner Ohnmacht erwacht ist, war der Drache natürlich längstens verschwunden. Aber im Heu hat er etwas gefunden. Es ist nein! Es ist Drachenei! Mein Erlebnis bin ich vor Krankheit und Elend geschützt. Ein Drachenei! Dracheneier entstehen im Hirn des Drachen. Dann wandern sie durch den Körper durch und wird hinten ausgeschieden. Stell dir vor, das Leben lang genug Geld und immer gesund. Das Original von diesem Drachenstein findest du im Naturmuseum. Und jetzt bist du dran. Mach selber einen Drachenstein aus verschiedenen Materialien, Farben und Formen und Grössen und bring ihn bei uns im Historischen Museum vorbei. Wir stellen ihn dann aus.